Ich lade euch auf eine winterliche Fahrt ein von Lyon nach Barcelona, deren Szenerien mich wirklich überrascht haben, weil sie ja im Sommer immer gleich sind. Es gab tief hängende Wolken, es gab wahnsinnige Sonnenaufgänge und Sonnenschein in den Bergen. Wir hatten auch ein bisschen Regen und ganz, ganz besondere Formationen an Nebel. Irgendwann waren sogar mal die Pyrenäen weg. Die Temperaturen lagen zwischen 23 Grad. Ich habe also einige der Szenen hier wirklich mit Speed versehen. Das könnte ja nach eurem Geschmack abändern. Und erspare euch bis auf wenige Ausnahmen unser Gesabbel. Wir fahren 12 Minuten. Viel Vergnügen. Musst du aber so fahren, dass die auch Wasser draufkriegen. Ja, kommt ja noch an. Ja, mach mal sauber da, lass mal rüber ziehen. Sonne, Wasser, Bier. Mutter würde ich lachen. Wow, das sieht so richtig schön aus. Jetzt fahren wir wieder über die Brücke hier in wunderschönen Weinberge. Ach, das sieht so toll aus. Hier habe ich schon sauber gemacht. Aber doch, wir haben gerade noch drauf. Hä? Bitte. Was? Moment, Côte du Rhône.
das hier? Ja. Sieht aus wie Montserrat. Das finde ich schön. Guck mal, wie geil das aussieht. Geil. Extra verkehrt. Geil. Wow. Wer bläst denn da die Wolken über die Autobahn? Wow. Mach mal da, geh mal weg. Warum sie nicht sehen? Wissen wir auch nicht so richtig. Ja. Ich auch. Ein Rätsel. Wegen der Eile vielleicht. Aber keine 5 Minuten später ja. Und es ist wieder so. Wir müssen eben mal festhalten, es ist keine einzige Pyrenäe zu sehen. Vielleicht kommen wir glatt durch und das meine ich dann wörtlich. Ja.
Beweise. Da ist Meer. Meer. Sehr viel mehr Meer. Gerade strahlender Sonnenschein. Jetzt schon wieder so eine Suppe vor uns. Das ist total verrückt, diese Frage.